Dieses Elektroauto schreibt Geschichte. Der Nissan Leaf steht auf dem Firmenparkplatz von NRW in Hagen. Erstmals wird in Deutschland ein Elektroauto Teil der Primärreserve. Das Zauberwort heißt Vehicle to Grid. Der CHAdeMO-Anschluss ermöglicht den Energiefluss in beide Richtungen. Bei Bedarf gibt der Leaf Strom wieder ab. Damit stabilisiert das Elektroauto das Stromnetz. Diese komplexe Einbindung realisieren neben NRW, der Autohersteller Nissan und dem Mobility House aus München. Der Bedeutung dieses Anlasses entsprechend kamen etliche Gäste aus Energiewirtschaft, Politik und Medien nach Hagen. Symbolisch drückten die Projektbeteiligten gemeinsam den roten Knopf. Ab jetzt ist der Nissan Leaf ein fahrbares Kraftwerk. Thomas Raffeiner, CEO und Gründer von The Mobility House, erläutert anhand einer Projektion die Energieflüsse. Ein Pfeil verdeutlicht, in welche Richtung Strom fließt. Aktuell gibt das Auto Energie ab, da die Netzfrequenz unter 50 Hertz gesunken ist. Heute ist in der Tat ein historischer Moment. Wir haben gezeigt, dass man Elektroautos wie ein Kraftwerk in die Energielandschaft integrieren kann. Der Anteil regenerativer Energien, beispielsweise durch Windkraft, muss und wird weiter steigen. Doch die Erträge aus Sonne und Wind schwanken im Verlauf eines Tages. Für das Stromnetz ist es eine große Herausforderung. Hier müssen Angebot und Nachfrage stets im Gleichgewicht sein. Eine Netzfrequenz von 50 Hertz belegt die Ausgewogenheit. Sinkt die Frequenz, muss mehr Energie eingeleitet werden. Die Übertragungsnetzbetreiber bitten dann Energieproduzenten, ihre Kapazitäten hochzufahren. Innerhalb von 30 Sekunden muss die Netzfrequenz ausgeglichen sein. Das nennt sich Primärregelleistung. In Deutschland werden dafür ständig 600 Megawatt vorgehalten. Rund 40% dieser Energiemenge speichern bereits statische Batterien. Somit bietet sich ein Elektroauto für diese Aufgabe an, sobald es am Ladeanschluss steht. Wir sprechen nicht nur von dem Auto, wir sprechen von dem ganzen Elektroökosystem. Und natürlich ist dieses Vehicle-to-Grid-Projekt für uns eine sehr wichtige Stufe oder Step in dem Prozess, weil das macht einfach die Integration von dem Auto in ihrem Umwelt, in seinem Umwelt viel mehr, als was es bisher war. So, das geht wirklich für uns über das Auto hinaus und in einen sehr eindeutigen Weg. Die Software als auch die Steuerungstechnik hat der Mobility House entwickelt und implementiert. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen für die Präqualifikation des Batteriespeichers überwacht. Das Pilotprojekt in Hagen ist somit ein leuchtendes Beispiel für die technischen Möglichkeiten, wenn sich die Sektoren Energie und Mobilität gegenseitig ergänzen. Heute ist für mich als Freund der Sektorkopplung ein Honigkuchentag. So kann es weitergehen. Wir brauchen Speichertechnologien und zwar in allen Bereichen so schnell wie möglich, damit wir unsere Ziele, CO2 zu reduzieren, Wind- und Sonnenenergie ins Netz hineinzubekommen und auszusteigen aus der Verbrennung von Kohlen, möglichst ohne Strukturbrüche hinbekommen. Das, was wir heute sehen, ist auch ein Angebot für die Kumpel in den Braunkohlenrevieren. Das Elektroauto spielt nicht nur bei der Verkehrswende eine entscheidende Rolle. Das betonen die Sprecher aus Wirtschaft und Energieverbänden während der Einweihung. Das Elektroauto ist auch Teil der Lösung bei der Energiewende. Während es bei NRW zunächst um Netzstabilität geht, könnten Elektroautos in großer Zahl auch den angekündigten Netzausbau deutlich kleiner ausfallen lassen. Also wir sehen ja heute schon, dass der konventionelle Netzausbau mit Kupfer an seine Grenzen stößt. Wir brauchen den weiterhin. Also ohne neue Leitung wird die Energiewende nicht machbar sein. Aber was wir eben auch brauchen, ist, dass wir Flexibilitäten nutzen und intelligent einsetzen, um eben Lastspitzen abzufangen. Und da ist das Elektrofahrzeug eigentlich perfekt geeignet, weil wir eben perspektivisch, um halt dann die Verkehrswende zu schaffen, viel davon bekommen werden. Und diese flexibel nutzen können. Wir haben heute gehört, ein Fahrzeug steht 80-95% der Zeit. Und in dieser Zeit, das Netz nicht einzusetzen, wird definitiv Netzausbau oder zusätzlichen Netzausbau sparen oder optimieren. Bei NRW sind während der Pilotphase 5 Nissan Leaf im Einsatz. Sie dienen als Firmenfahrzeuge. Mitarbeiter erledigen damit ihre dienstlichen Wege. Stehen die Autos auf dem Firmenparkplatz und sind an die Ladesäule angeschlossen, stabilisieren sie automatisch das Stromnetz. Und das ist natürlich klein gedacht, zunächst mal nur ein kleiner Schritt. Aber wenn man eben damit bedenkt, dass man eben sehr viele Fahrzeuge hat zukünftig, dann kann das ein sehr großer Schritt Richtung Netzstabilität sein. Noch ist Vehicle to Grid ein Versuchsfeld und gewerblichen Nutzern vorbehalten. Für Privatkunden bestehen regulatorische Hürden bei der Netzeinspeisung. Außerdem kann bislang nur ein CHAdeMO-Anschluss Energie in beide Richtungen leiten. Doch es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis sich das ändert. Dann tragen Elektroautos zur Netzstabilität bei und nehmen überschüssige Energiemengen aus erneuerbaren Quellen auf. So ermöglichen Elektroautos eine 100% CO2-freie Energie- und Mobilitätswelt.
Das Pilotprojekt in Hagen hat Signalwirkung. Es liefert Antworten auf oft gehörte Argumente gegen die Elektromobilität in der breiten Masse. Das deutsche Stromnetz wird nicht instabil und kollabiert auch nicht, wenn alle laden. Statt fossiler Energieträger kann der Anteil erneuerbarer Quellen weiter ausgebaut werden. Wichtig ist, dass wie bei diesem Projekt alle Beteiligten zusammenkommen und smarte Ideen in der Praxis ausprobieren.